So, also in Anlehnung des Beispiels von gestern, wir nehmen nochmal dieses Beispiel an. Wir hatten gestern eine Steigung einer Straße, das waren 15 Meter auf 100 Meter. Man sagt zu den Verkehrsschildern auch 15%. Und ich lege mal los, wir haben heute ein ähnliches Beispiel berechnet. Das Beispiel eignet sich für alles Mögliche gut, also man kann da wunderbar auch lineare Zusammenhänge erkennen. Wie gesagt, das gestrige Beispiel nochmal, 15 Meter auf 100 Meter geklettert, bedeutet 15%. So, wir wollten aber gestern wissen, wie lang ist die Straße wirklich? Einerseits bei 15% und andererseits, wenn ich auf 50 Meter steige. Und wir wissen, dass, wenn sich die Steigung nicht ändert, Dreiecke dann ähnlich sind, wenn sie immer gleiche Winkel haben. Hier dieses kleine Dreieck wird also eingeschrieben in dem großen sein. Eben hatten wir es. Jetzt machen wir das ganze Ding nochmal. Und wir schreiben das ab und zu Hause geht ihr mal an die Lösung ran, drückt jetzt Pause und zeichnet als erstes mal ein Dreieck dafür. Das wollen wir mal sehen. Ihr drückt zu Hause Pause und ich melde mich dann wieder. So, als erstes nehmen wir eine Skizze. Das heißt also, dieses rote Dreieck, das entspricht dem Verkehrsschild. Wir wissen auf 100 Meter 24 Meter Höhengewinn. Aber das größere Dreieck, das muss deswegen schon größer sein, weil wir nämlich 36 Meter Höhe gewinnen. Und wir sagen, die Länge der Straße, die bezeichnen wir mit L, die wollen wir jetzt mal wirklich ermitteln. Jetzt gibt es verschiedene Herangehensweisen, man kann das sehr schön auf verschiedene Art und Weise lösen. Zu Hause Pause drücken, ausprobieren. Ich habe das hier nochmal erklärt gehabt. Ich muss dieses Video leider nachvertonen, das ist das Problem gewesen. Und dann mal loslegen. Erster Ansatz war, wir legen mal ein Koordinatensystem in dieses Bild. Also einerseits Höhe und andererseits dann hier die Länge der Strecke, nennen wir sie S. Höchstwahrscheinlich habe ich sie heute S genannt. In Meter natürlich, Höhe auch in Metern. Und dann kann man schon mal koordinatenmäßig sich schön üben dabei. Zum Pythagoras kommen wir dann gleich. Jetzt gilt es, das rote Dreieck als Steigungsdreieck zu ermitteln und wir haben gesagt, okay, 100 Meter kommt unter den Bruchstrich, ne? Ich gehe nach rechts, das schreibe ich mal unter den Bruchstrich, 24 Meter Höhengewinn. Wenn ich es abwärts darstellen würde, müsste ich hier ein Minus davor schreiben. Und dann mal S. Und da wir im Nullpunkt anfangen, brauchen wir auch nichts dahinter zu schreiben, kein Plus Null. Jetzt mal sehen, wir hatten uns dann noch mit einer Kleinigkeit beschäftigt, ne? Die Meter, die können sich rauskürzen. Das heißt 24 Hundertstel. Das könnte ich noch weiter kürzen, aber durch 100 ist immer angenehm zu teilen, sodass man im Kopf dann weitermachen kann. H von S ist dann also 24 Hundertstel mal S. Steigungsdreieck ist 24 Hundertstel. Das ist der eine Ansatz. Aber wir wollen ja noch über den Pythagoras einiges ausrechnen. Am besten, wir ermitteln dann, ich habe das hier nochmal dargestellt, wir ermitteln dann die ganze Geschichte erstmal fürs kleine Dreieck. Oder mal sehen, wie wir rangehen. Es gab einige Schüler, die haben noch andere Sachen gemacht. Wir haben es einfach L-Dreieck genannt. Das ist ein kleines Dreiecksymbol. Na, überlegt mal zu Hause und dann schaut mal, wie es weitergeht. Gut, wir haben es hier weitergehen lassen. Und zwar haben wir erstmal die Länge L-Dreieck, die haben wir erstmal ausgerechnet, die kleine Länge. Die wären 102,839 Meter. Das haben wir erstmal gemacht. Und jetzt haben wir überlegt, wenn die Dreiecke einander ähnlich sind, dann müssen ja auch irgendwie die Höhen zueinander in bestimmten Verhältnis sein. Und wenn man das sieht, 24 und 36, 36 ist das anderthalbfache von 24. Damit kann man vielleicht was anfangen. Und derartige Überlegungen haben wir also weiterhin angestellt und haben dann entsprechend eine Verhältnisgleichung aufgestellt. Nochmal erinnert an das andere Beispiel, ne? Diese Verhältnisgleichung, diese Art Verhältnisgleichung hier oben, die gilt es jetzt aufzustellen. Na, mal sehen, ob ihr das könnt. Pause drücken zu Hause und dann mal gucken. So, jetzt haben wir diese beiden Gleichungen. Und zwar L, das Gesamte, verhält sich zu seiner langen Höhe. Ne, das gehört ja dazu, zu 36 Meter. Wie? Das, was wir hier ausgerechnet hatten, L-Dreieck, nämlich die 102,839 Meter, zu seinen 24 Metern oder anders gesagt L zu 102,839, also diese zu der Strecke, genauso wie, jetzt müssen wir wieder mit der längeren anfangen, 36 zu 24 Meter. Nochmal sehen, wie es weitergeht, was wir dann noch daraus gemacht haben. Ich habe das dann hier nochmal erklärt.
Ich halte das Video nochmal an hier, weil hier kommen die Erklärungen im Unterricht. Wie gesagt, die muss leider nachvertonen. So, jetzt haben wir das ausgerechnet hier. Ganz egal, welche von den beiden Gleichungen ich nehme. Es kam 154 Meter für die große grüne Länge heraus. Das ist ungefähr das Dreifache, logischerweise. Jetzt haben wir überlegt, komm, das machen wir nochmal anders. Wir sagen, es verhält sich auch diese Strecke hier, diese lila gekennzeichnete, das X, das hatte nämlich auch ein Schüler, zu 36 Metern. So analog wie die L's. Ne? Hier unten die horizontale Strecke zu 36 Metern, wie 100 Meter, die kürzere, zu den 24 Meter Höhengewinn. Auch dieses Verhältnis gibt es. Ach, den Strich hatte ich hier irrtümlicherweise gemacht. Und auch wenn man das so ausrechnet, kamen wir dann auf eine bestimmte Länge. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt gleich hin. Ich habe das hier nochmal dargestellt, noch mit ein bisschen anderen Worten erklärt. Aber wer das heute gesehen hat, der weiß das schon. Dann kommen wir entsprechend auf eine andere Geschichte und wir werden mal dann sehen, ob man dann mit der horizontalen Größe und mit dem Höhengewinn, das sind ja Bestandteile unseres Koordinatensystems, ob man auch damit was anfangen kann. Das wollten wir dann mal betrachten. Mal sehen, was passiert. Jawohl, wir hatten 150 Meter, das muss ja dann auch das Anderthalbfache sein. Wenn 36 Meter von 24 Meter das Anderthalbfache ist, dann müssen das hier auch das Anderthalbfache von 100 Meter sein, also 150 Meter. Und man kann ja damit vielleicht was anfangen. Wir hatten dann einfach mal probiert, mit der Funktion zu arbeiten, ob man dann irgendwie noch was anderes findet. Und zwar nicht einfach h von s, sondern wir werden in diese Formel hier, ich schreibe die ja nochmal schnell dahin, die werden wir mal konkretisieren. Also diese Formel, ich habe sie nochmal unten hingeschrieben, da werden wir mal die 150 Meter einsetzen, um diesen Punkt auszurechnen, um die Höhe auszurechnen. Wir gehen also hier nochmal auf verschiedene Art und Weise ran und siehe da, auch so kommen wir auf 36 Meter. Das nochmal zu linearen Funktionen, die hängen ja damit zusammen. Man kann ja lineare Funktionen gerne überall anwenden. So, und trotzdem hilft uns das noch nicht. Wir wollen ja L auch nochmal auf eine andere Art ermitteln und wir arbeiten jetzt mal mit einem anderen Dreieck, denn wir haben 150 Meter und 36 Meter. Und damit kann man ja auch was machen. Ich halte jetzt das Video mal an, damit es nicht zu lange wird. Nochmal schnell dargestellt, dieses Dreieck hier oben haben wir hier jetzt nochmal dargestellt, 150 Meter nach rechts ergibt 36 Meter nach oben und berechnen jetzt auf pythagoreischen Wege mal ganz schnell. Es müssten ja 154,285 Meter rauskommen, die Schüler haben das dann ausgerechnet und tatsächlich, ne, wenn man das dann entsprechend so hinschreibt, auch so kommt man drauf. Das sind also verschiedene Art und Weisen und Übungen und Betrachtungen für ein und dasselbe Problem. Mit linearen Funktionen kann man, wie gesagt, nicht die Länge des Graphen berechnen, aber das macht nichts. Dafür haben wir ja den Pythagoras kennengelernt. Das geht ganz gut. Tja, ich denke mal, das lassen wir das als Video sein. Ich schließe das Video mal ab, denn solche Betrachtungen, die müssen eigentlich hier genügen.